Herzlich willkommen bei Slevin Streamed Sport. Wir spielen wieder den Pro Basketball Manager 2024. In der letzten Ausgabe haben wir ja das Testspiel gegen die Milwaukee Bucks ganz knapp verloren. Die anderen Freundschaftsspiele, die werden wir heute simulieren und wir werden heute in die Regular Season starten. Bevor es soweit ist, möchte ich aber noch das Gewinnspiel auflösen, denn ihr erinnert euch ja in der allerersten Ausgabe von diesem Let's Play oder besser gesagt eigentlich in der nullten Ausgabe, denn das habe ich ja gar nicht durchnummeriert in dem Sinne, das war eher ein Test und eben ein Gewinnspiel. Dort habe ich ja eine Ausgabe dieses Pro Basketball Managers 2024 an meine Community verlost und da wurde jetzt ausgelost, wer das Ding bekommt und ihr werdet das jetzt nachträglich natürlich zu sehen bekommen. Wir nutzen für die Aufnahme das Spinner Wheel, das wir auch zum Beispiel bei unserem Cycling Manager Multiplayer benutzen, wenn sich jemand verletzt, um auszulosen, wie lange er fehlt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben übrigens 9 Teilnehmer am Ende bei diesem Gewinnspiel, also die Chance, dass einer von euch dieses Spiel gewinnt, beträgt über 10%. Prozent tatsächlich. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, wir zählen nochmal durch. 6, 7, 8, 9 Teilnehmer tatsächlich. Da sind sie alle aufgelistet. Ich drücke jetzt hier auf Play und da, wo es dann am Ende stehen bleibt, dann haben wir den Gewinner. Also, auf geht's, Jungs. Spannung steigt, jeder hat die Chance. Es ist reines Zufallsprinzip, reines Glück. Und der Glückliche oder die Glückliche ist Sushemi 3242. Die Person werde ich jetzt gleich informieren. Ich denke, wenn das Video rauskommt, dann weiß die Person schon Bescheid. Wäre nett, wenn sie sich in diesem Video wenigstens dann bedankt in den Kommentaren. Jetzt geht's weiter mit dem Let's Play. So, zurück zu unserem Let's Play und ihr seht die Testspielergebnisse gegen die Milwaukee Bucks. Das Spiel haben wir in der letzten Ausgabe gemeinsam angeschaut, haben wir knapp verloren und das Gleiche trifft auch auf die drei Spiele danach zu. Wir haben auch gegen die Orlando Magics, gegen Utah Jazz und gegen Oklahoma City knapp verloren jeweils. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die Dinge, die ich eingestellt habe, auch wirklich umgesetzt werden. Das habe ich ja letztes Mal schon angemerkt im Spiel gegen die Milwaukee Bucks. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie es gegen die Orlando Magic zustande kam, dann sehen wir, Zach LaVine hat im gesamten Match nur drei Dreier versucht. Und ein DeRozan zum Beispiel hat fünf Dreier versucht. Und wenn wir mal nochmal in unsere Taktik reingehen, dann sehen wir, bei DeRozan steht eindeutig, dass er Zweier nach Belieben werfen darf und bei Zach LaVine, dass er Dreier nach Belieben werfen soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei den anderen, macht ja keinen Sinn. Ich will ihm ja nicht sagen, dass er keine Zweier werfen darf. Ich will ihm eigentlich nur sagen, Dreier soll er bitte bevorzugt nehmen und andere wiederum sollen andere Thematiken nicht nehmen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das funktioniert, weil eigentlich sollte Zach LaVine in einem Match, in dem er spielt, mehr als drei Dreier versuchen, wenn wir das hier eingestellt haben. Also von daher bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Ich schalte jetzt das mal in die Mitte hier. Da haben wir Würfe aus der Ferne eingestellt gehabt. Das schalte ich mal zurück. Das könnte zumindest ein Mitgrund sein, warum DeMar DeRozan ein bisschen häufiger die Dreier geworfen hat. Aber bei Zach LaVine hoffen wir mal, dass das besser wird. Den Rest lassen wir so, wie wir ihn hatten schon eingestellt. Ich finde jetzt die Resultate nicht so schlecht. Alarmierend ist natürlich, dass wir alle vier Spiele verloren haben. Aber unterm Strich, so knapp kann das auch einfach passieren. So, ich habe noch den Gedanken gehabt, dass wir vielleicht uns einen Power Forward oder einen Center holen, denn wir haben wirklich nur zwei Center im Team und die beiden Center stehen eigentlich in unserer Starting Five. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen geguckt, ob man vielleicht noch einen holen könnte, der hier auf der Liste steht. Und da gibt es ja durchaus den ein oder anderen bekannten Spieler, die habe ich aber noch nicht gescoutet. Moment mal, irgendwo hatte ich da einen Whiteside zum Beispiel. Oder Deadman haben wir gerade noch gesehen. Das wären definitiv Center, die in Frage kommen würden. Ich weiß nur nicht, ob wir uns noch einen Spieler leisten können. Ich glaube nämlich nicht, ne? Wir haben schon 12 Leute im Kader. Und eigentlich wollte ich ja mit unserem Team eigentlich durchspielen. Hier steht 12 von 12. Ich möchte das Team eigentlich jetzt so erstmal unbehandelt lassen. Aber dann ist halt wirklich die Frage, ob wir Vucevic überhaupt in der Starting Five haben wollen oder ob wir das doch lieber mit Patrick Williams machen. Das würde ich nämlich jetzt fast mal verändern.
Das haben wir jetzt in den Testspielen ausprobiert. Es hat nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Und letztendlich hat sich Vucevic auch noch nicht an die Position gewöhnt. Deswegen würde ich da jetzt Patrick Williams erstmal einstellen. Und Vucevic soll dann schließlich rein rotieren. Was im Übrigen in dem Spiel auch noch nicht funktioniert, und das ist leider elementar wichtig, und das müssen wir durchaus kritisieren, das ist die Tatsache, dass die eingestellten Spielminuten nicht übernommen werden. Mir hat das jemand auch als Kommentar geschrieben unter ein YouTube-Video. Danke schon mal dafür. Und ich habe das jetzt kontrolliert und das stimmt tatsächlich. Also die Minuten, die ich hier eingestellt habe, werden überhaupt nicht berücksichtigt aktuell. Also da ist es völlig egal, was du einstellst. Der Computer macht, was er will. Und wie gesagt, auch hier bin ich mir noch nicht sicher, ob meine Einstellungen überhaupt etwas bewirken. Das ist ein sehr, sehr großer Kritikpunkt von mir. Sollte sich der bestätigen, ist das Spiel für mich nicht spielbar, sage ich euch ganz ehrlich. Ich werde das weiter kontrollieren. Ich bin auch im Austausch mit dem Hersteller, habe den schon kontaktiert und die mal gefragt, was es denn damit auf sich hat. Und ich hoffe mir da auf jeden Fall eine Antwort, denn unterm Strich wollen wir ja alle ein Spiel spielen, dass die Zeit auch wert ist, die wir investieren und nicht ein Spiel, wo wir unterm Strich dann feststellen, dass unsere Einstellungen vielleicht gar nicht so viel bewirken können. So, jetzt geht's gleich los. Erstes Spiel, habe ich das richtig gesehen, gegen die Thunder? Ja, das ist ja total der Wahnsinn. Das heißt also, wir haben, wenn ich das richtig sehe, das erste Spiel gegen die Oklahoma City Thunder, gegen die hatten wir gerade ein Testspiel. Das wird es natürlich in der Realität niemals geben. Und wir spielen jetzt auch auswärts. Wenn ich das richtig sehe, ne? Das bedeutet, dass wir es jetzt noch schwerer haben. Wir haben gerade gegen sie verloren, aber das war knapp, muss man ganz klar sagen. Hier sehen wir die Quoten. Die Oklahoma City Thunder kriegen eine 1,8, wir kriegen eine 1,89. Drauf wetten lohnt sich also in beiden Seiten überhaupt nicht. Und ja, mehr müssen wir jetzt eigentlich nicht einstellen. Also mehr gibt es jetzt gerade gar nicht zu tun. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich rein in die Partie. Jetzt gilt's wirklich, jetzt geht die Saison nämlich los. Die Testspiele waren alles nur Testspiele. Jetzt zählt's. Und ich werde dann manuell durchaus das ein oder andere Mal wechseln. Aber ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall die erste Halbzeit erstmal durchsimulieren. Das haben wir alles eingestellt, da gibt es nichts zu ändern. Und jetzt gehen wir direkt in den Spielstart rein. Hey, du! Ich habe gehört, dass 78% meiner Zuschauer noch kein Abo dagelassen haben. Wenn du zu denen zählst, dann lass jetzt ein Abo da, sonst wäre ich sauer. Schauen uns vielleicht mal an, wie es beginnt, ob wir in Führung gehen können, ob wir hier den Anwurf uns holen. Nein, den holt sich Gilgeous Alexander von den Oklahoma City Thunder. Dann kommt der Wurf, der ist gleich mal geblockt. Wir holen den Rebound leider nicht. Hat ein bisschen viel Platz. Jetzt kommt unser Mann. Oh, da ist er drin, der Dreier. So, 3 Punkte für die Thunder. Und so geht die Partie los. Jetzt schauen wir unseren ersten Angriff noch an. Und dann werden wir das erste Viertel simulieren. Das finde ich ist eine gute Möglichkeit. Da ist der Dreier. Wer war's? Es war Lonzo Ball. Okay. Der spielt eine gute Vorbereitung übrigens. Genauso wie Zach LaVine. Zach LaVine war schwach im zweiten Testspiel. Ansonsten war er sehr, sehr gut. Da hat er direkt mehrere Punkte versenkt, sodass er zum Spieler des Monats gewählt wurde. Also das ist schon mal eigentlich ein guter Start. Schön, der Ball crasht weit zurück. Wir haben ihn wieder. Lonzo Ball kann ihn wieder verteilen. Spielt ihn schön rein auf Lavin. Perfekt gemacht. 6 zu 5. Jetzt simulieren wir das erste Viertel und hoffen einfach mal, dass da ein guter Spielstand für uns rauskommt. Das ist nicht der Fall. 32 zu 23. Mir fehlt hier ein bisschen die Auswahl, ehrlich gesagt. Macht weiter so. Das ist mir nicht richtig. Ich würde die jetzt ehrlich gesagt richtig kritisieren. Und das kann ich aber nicht. Das könnt ihr besser machen. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Das würde ich jetzt sagen. Eigentlich würde ich die gerne ein bisschen zusammenscheißen, aber die Option wird mir hier gar nicht gegeben. Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz die Statistiken aufrufen. Mal gucken, wo wir das hier sehen. Statistik Bulls. Hier, glaube ich, ne? So, das würde mich jetzt mal interessieren. Wir haben jetzt Lavin. Der hat einmal einen Dreier versucht. Das ist halt zu wenig. In einem Viertel einmal einen Dreier zu versuchen, das ist viel zu wenig. Ball hat 5 Dreier versucht. Williams sogar, der Power Forward, hat 2 Dreier versucht. Also irgendwie wird das nicht so umgesetzt, was ich einstelle. Muss ich leider kritisch anmerken, dass. Also.
Unser Spiel ist darauf ausgelegt, auf die Dreier für Lawine eigentlich zu gehen. Das haben wir so eingestellt. Müsste eigentlich auch verständlich sein für die Spieler, aber es wird aktuell nicht gemacht. Ich sage ihm jetzt mal nochmal verstärkt, dass er Dreier werfen soll. Vielleicht funktioniert das ja. Und dann simulieren wir jetzt auch das zweite Viertel. Aber wir kommen nicht dran. Im Gegenteil, 16 Punkte jetzt Rückstand. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich ins nächste Viertel weiter, denn das Spiel ist so gut wie verloren. 13 Punkte jetzt noch Rückstand. Und jetzt werde ich mir auch gleich mal die Statistik nochmal anschauen. Ja, ich möchte sie gern kritisieren, aber ich kann es nicht, weil es die Auswahl einfach nicht gibt. Man kann eigentlich nur loben oder weiter so oder das wird schon sagen. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. So, jetzt schauen wir nochmal in die Statistik rein. Wie viel Dreier hat Lawine jetzt? Zach LaVine, 4 Dreier versucht insgesamt. 8 Stück Ball, 5 DeRozan. DeRozan hat wieder mehr Dreier versucht als LaVine. Das kann doch nicht sein. Das ist doch eindeutig nicht so eingestellt. Ja. Das ist wirklich fraglich, warum das so ist. Ja, die Partie ist so gut wie verloren. Wir schauen uns jetzt trotzdem mal das letzte Viertel an. Nicht komplett, aber wenigstens den Anfang. Gucken wir mal, ob wir wieder rankommen. Ich sage jetzt mal explizit Lawine, 3-Punkte-Wurf. Jetzt macht das. Und da ist er drin. Vielleicht müssen wir das einfach öfters machen. Aber kann natürlich auch nicht sein, wenn ich die die Einstellungsmöglichkeit habe, so in die Partie zu gehen, indem ich ihm sage, Junge, mach mehr Dreier. Hier sehen wir jetzt übrigens unsere Rebound-Schwäche gerade. Die ist eklatant bei den Bulls, das ist ja auch in der Realität so. Also da muss man dann auf jeden Fall was machen nach der ersten Saison. Denn wir verlieren unglaublich viele Rebounds. So, und ich würde sagen, jetzt sage ich Lawine direkt nochmal, er soll einen Dreier versuchen. Jetzt hat er es, glaube ich, von alleine gemacht. Ohne dass ich es ihm gesagt habe, oder? Das ist okay. Gilgeous Alexander versucht, schafft es nicht. So, jetzt Lawine wieder sagen, dass er bitte den Dreier werfen soll. Jetzt geht er zum Korb. Macht es also wieder nicht. Ich finde es okay, wenn sie nicht immer das machen, was ich sage. Weil das ist in der Realität ja auch so. Du sagst dem Spieler was, er macht vielleicht in der Situation was anderes. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber wenn ich das Gefühl habe, es ist eigentlich fast egal, was ich ihm sage, er macht sowieso, was er will, dann brauche ich auch kein Manager sein. Dann kann ich auch nur zugucken und gar nichts entscheiden. Jetzt hat er den Dreier wieder versucht. Also wir werden das weiter beobachten. Überzeugt bin ich. Ehrlich gesagt, in der Hinsicht noch nicht. Wir simulieren jetzt das letzte Viertel. Schauen uns lieber nochmal ein Spiel an, als dass wir uns das jetzt noch weitergeben, denn das Ding ist verloren. Auch wenn 10 Punkte natürlich aufholbar sind, aber ich sehe das aktuell in unserer Mannschaft nicht. Haben wir ja in der Vorbereitung gesehen, dass wir uns da schwer tun, auch wenn es am Ende dann tatsächlich knapp war, die ganze Zeit. Da kommt der Sound. Wir verlieren mit 5 Punkten am Ende. Und wir schauen mal, was sich statistisch jetzt noch getan hat. Nach 3-Punkte-Würfen, 9 hat Lawine versucht. Jetzt ist er oben in der Statistik. Wir haben es ihm natürlich auch extra noch mal ein paar Mal gesagt. Interessant. So, die Rebounds, Defensive Rebounds, 4 Patrick Williams, Offensiv auch 4 Patrick Williams. Vucevic nur 3 jeweils. Schauen wir mal zu den City Thunder. Da haben wir 8 bei Holmgren und bei Williams 7 und 5 nochmal bei Dort. Also, das ist einfach ein unfassbarer Unterschied. Und guck mal, das mit der Zeit, das ist einfach nicht richtig eingestellt. Es ist jetzt ähnlich, aber es ist noch nicht korrekt. Weiß nicht, warum das so ist. Ich habe manuell ja nichts gewechselt. Aber da müssen wir jetzt aktuell einfach damit leben. Ja, wieder eine Partie knapp verloren. Leider. So, hier kommen ein paar Scouting-Berichte rein. Cousins zum Beispiel ist auch zu haben. Das wäre halt auch ein guter Center, aber der ist halt auch kein Rebounder. Also ich würde halt gerne einen guten Rebounder haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns da keinen mehr holen können. Sieht es mit ihm hier aus? Das ist auch alles nicht überragend. Ist ja jetzt auch kein Center, ne? Nee, das sind alles keine Leute, die uns jetzt direkt weiterhelfen. Habe ich den eigentlich gescoutet? Ich glaube schon. Auch Defensive Rebound 50 bei der Körpergröße. Das ist halt einfach zu schwach. Winslow ist natürlich sowieso keiner. Wo hätten wir noch einen Center oder einen Power Forward?
Basley haben wir uns, glaube ich, schon angeschaut. Der ist auch nicht gut bei den Rebounds. Und die Rebounds-Leute, die werden immer unterschätzt. Ich finde, ein Team, das einen hohen Rebound, ja, eine hohe Rebound-Quote hat, die viele Rebounds sich holt, so ein Team ist immer unter den Favoriten, meiner Meinung nach, weil der Rest der Mannschaft relativ gut coachbar ist. Aber die Rebounds, die musst du dir einfach holen. Wenn der Gegner einfach 10 mehr Rebounds im Spiel hat, dann wird es für dich unfassbar schwer zu gewinnen, egal wie gut du scorst. Und das kommt mir eindeutig zu kurz in der Bewertung, oft auch in der Realität, dass Rebounds viel, viel wertvoller sind, als man denkt. Whiteside hat da immerhin ein paar gute Werte. Blocken kann er auch noch sehr, sehr gut. Das wäre halt schon ein guter Mann. Aber ich glaube halt fast, dass ich den gar nicht verpflichten kann. Ich kann es jetzt mal versuchen. 3 Millionen Gehalt könnte ich geben. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt machbar ist. Das würde jetzt bedeuten 1,4 Millionen im Jahr. Versprochene Spielzeit? Keine. Ich verspreche dem gar nicht. Doch, ich verspreche dem jetzt mal. Nicht 10 Minuten ist aber schon viel. Ja, doch, 10 Minuten kann ich ihm versprechen. Das schicken wir jetzt auch mal ab. Wer weiß, vielleicht kommt er ja zu uns. Dann muss ich wahrscheinlich einen entlassen. Das will ich natürlich auch nicht. Wie sieht's mit Deadman eigentlich aus? Der hat keinen guten Rebound. Nee, das ist nicht gut. Die Frage ist, können wir vielleicht einen wegtraden? Aber da haben wir auch noch gar keine Angebote bekommen. Irgendwo hatten wir das hier. Tausch, glaube ich. Ne, Aussichten. Ne, irgendwo hatten wir es doch, dass wir Spieler auf der Liste hatten. Ich weiß es gerade nicht mehr, wo das war. Der Transfermarkt, den konnte ich doch hier. Warum uns hier Olofsson angezeigt wird, weiß ich übrigens nicht. Den kenne ich nicht. Warum der hier dabei ist, keine Ahnung. Aber Torrey Craig würden wir ja abgeben, theoretisch. Da haben wir bloß noch kein Angebot bekommen. Wir können mal versuchen zu tauschen im Übrigen. Gut, ich muss jetzt ein Team hinzufügen. Ich habe keine Ahnung, welches. Sagen wir mal Boston. Ich biete an, füge erst ein Team hinzu, bevor du Spieler hinzufügst. Habe ich doch. Boston Celtics. Bestätigen. Okay. So, jetzt kicken wir mal, wo ist er? Torrey Craig hinzu. Und schauen mal, was wir dafür bekommen. Die haben doch hier den ein oder anderen guten Center, ne? Horford finde ich ganz gut, ist aber auch schon älter. Vielleicht würden sie den sogar hergeben. Tatum ist natürlich mega, der ist viel zu gut. Auch Porzingis ist viel zu gut. Würden die Horford hergeben? Das sehe ich die Fähigkeiten gerade nicht. Aber mir ist ehrlich gesagt alles recht. Sehe ich seinen Vertrag auch nicht? Ich sehe gar nichts, oder was? Ich kann hier nichts anschauen. 9 Millionen kriegt er jährliches Gehalt. Luke Kornet kriegt 2 Millionen. Ich kann mir nicht mal das Profil vom Spieler gerade anschauen. Das gibt's doch nicht. Ich bestätige das jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich ihn hier anklicken. Ja, das kann ich. Der bringt uns natürlich auch nicht weiter. Oh, jetzt ist so alles wieder weg. So. Dann müssen wir das Ganze eben nochmal machen. Gehen wir mal zu dem anderen Team. Gehen wir zu den Hornets. Fügen unseren Mann dazu. Ist auch schade, dass ich kein Angebot einholen kann, dass ich jetzt einfach mal frage, hey, wen würdet ihr mir dafür geben? Das kann ich scheinbar auch nicht machen. Finde ich auch ein bisschen schade. So, einfach irgendeinen großen. Die haben alle natürlich nicht gescoutet. Oh, Hayward. Wie wäre es mit dem? Können wir auch mal anklicken. Ist auch furchtbar schlecht in der Defensive. Eieiei. Und alles ist wieder weg. Ach, das ist ja schon wieder nervig. Ich habe gehört, du schaust dir mein Video an, ohne ein Abo dagelassen zu haben. Warum das denn? Abonnieren ist besser als studieren. Können wir mal zu den Lakers gehen? Vielleicht haben die ja jemanden, den sie uns geben können. Die sind ja potenziell gut aufgestellt, so würde ich es mal nennen. LeBron James können wir ja mal versuchen. Ne, da würde ich eher... Oh, Jackson Hayes ist natürlich geil. Christian Wood könnte man auch probieren. Guter Mann.
Auch nicht so gut defensiv, aber insgesamt, ich meine, der Tausch wird niemals zustande. Jetzt ist es wieder weg, das kann nicht wahr sein. Boah, ist das nervig. Ja, lassen wir es sein. Wir finden halt eh keinen Tauschpartner für ihn, einer, der uns weiterbringt zumindest. Starten wir mit dem Team einfach rein, das wir haben. Das ist ja auch realistisch, dass wir da jetzt nichts verändern. Das können wir dann in der Off-Season tun. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie es in dem Spiel weitergeht. Ich ändere bewusst gar nichts, weil wir dann auch vergleichen können, wie die Spielminuten sich verändern und die Dreierwürfe vor allem. Weil mich würde echt interessieren, ob Lavin das jetzt häufiger macht, dass er wirft oder nicht. Meine Strategie ist jetzt folgende. Ich lasse hier den Tip-Off passieren. So. Und dann sage ich von Anfang an Lavin, Dreier werfen bitte. Jetzt hat er ihn, er wirft ihn und er macht ihn. Vielleicht ist das einfach die Strategie, dass man ihm das immer wieder sagen muss. Wir simulieren direkt das erste Viertel. Wir führen mit 2 Punkten. Wir sagen weiter so. Nee, das ist zu optimistisch. Wir sagen, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Ernsthaft? Okay. Gut, dann lassen wir es eben so. Es geht direkt weiter und wir sagen direkt wieder Lavin. Er soll die 3-Punkte-Wurf machen. Vielleicht hilft das tatsächlich. So, das zweite Viertel geht um. Wir führen jetzt mit 6 Punkten. Weiter so und der Sieg ist unserer. Jetzt können wir das sagen, das finde ich okay. So, und wir sagen direkt wieder Lavin, er soll Dreier werfen. Und wir simulieren das Viertel. Und wir führen mit 7 Punkten. Das sieht jetzt schon mal nicht so schlecht aus. Der Rosen ist richtig gut drauf gerade. Hier sehen wir die Punkte, die sie geworfen haben. Lavin liegt bei 31 Punkten. Was eine Granate, der Typ. Ich hätte schon richtig Bock, mit dem jetzt hier so eine lange Karriere zu spielen und Lavin mit den Bulls zum Titel zu führen. Egal wie, aber Lavin muss dabei sein. Irgendwie hätte er sich's verdient, finde ich. Gratuliere ihm jetzt auch mal, weil er so eine gute Leistung zeigt. Und wir sagen direkt wieder zu Beginn, er soll Dreier werfen. Und ich bin gleich auf die Statistiken gespannt. Achso, der ist gerade gar nicht auf dem Platz. Dann lass uns ihn gleich mal reinbringen für. Ja, gut für Taylor. Ist wurscht und spielt das Small Forward. Das kann Lavin auch. Wir bringen den jetzt einfach mal rein. Damit wir ihm die Ansage wieder machen können mit den Dreiern. Ich habe jetzt hier übrigens eine Timeout gefordert. Das wird auch nicht durchgesetzt. Ich bin doch im Ballbesitz. Ich könnte doch längst die Timeout rufen. Machen sie aber nicht. Also das funktioniert auch nicht. Schade. Jetzt ist sie gekommen. Sehr gut. So, und wir können jetzt Lavin reinbringen und nochmal eine Ansprache machen. Das funktioniert gut. Lavin ist jetzt drin. Wir sagen ihm sofort wieder, bitte Dreier werfen. So, Rebound geht wieder zu den Gegnern. Das ist ja mittlerweile schon fast Standard. Was war das jetzt? Defensivfoul von Lavin. Okay. Macht nichts. Lavin, wirf deine Dreier. So, wir haben den Ball. Wir sind 4 vorne. Das spielen wir jetzt hoffentlich locker runter. Oh, da ist es nicht geglückt. Foul gezogen. Okay. Cunningham hat ihn. Auch ein richtig gutes Talent, finde ich. Cunningham, dann wäre auch einer, den ich gern mal als Point Guard im Team hätte. Schön. Der Rosen hat schon ein paar Verwarnungen hier gekriegt, übrigens. 2 noch, da ist er raus. Ja, wird langsam eng. 4 noch Vorsprung für uns. Wen könnten wir jetzt mal reinbringen? Ich würde fast sagen, Caruso muss mal rein. Kann ich die tauschen? Nee, kann ich nicht, ne? Ah, doch, der Tausch mit der Rosen. Das müsste ja problemlos machbar sein. Dass die zwei Positionen tauschen, das könnten sie eigentlich on Feld direkt machen. Und ich würde fast sagen, Williams. Tauschen wir jetzt mit Vucevic. Das wird nicht gemacht. Das wird erst bei der Timeout gemacht. Das finde ich auch krass. 3 vorne noch. Lonzo Ball auf der Rosen. Williams macht ihn nicht. Jetzt wird es wirklich langsam eng. Wenn wir jetzt öfters nicht treffen, dann kriegen wir langsam ein Problem. Jetzt haben wir ihn. Komm. Der Rosen, Lavin.
Was war das jetzt? Defensivfoul. Okay, das ist gut. So, jetzt dürften die Positionen getauscht haben. So ist es. Und wir nehmen jetzt Williams natürlich raus und bringen Drummond rein. Ich möchte jetzt gern mit den zwei großen Männern, mit Vucevic und Drummond vorne drin spielen. Dass die uns vielleicht den einen oder anderen Rebound mehr sichern. Denn wir führen jetzt mit 5 Punkten. Und wenn wir jetzt die entscheidenden Rebounds holen, dann gehört das Spiel einfach uns. Ganz einfach. Foul gezogen von Vucevic, auch nicht schlecht. So, und jetzt haben wir die Wechsel gemacht. Und das Team soll jetzt, wenn es geht, bitte durchspielen. Also muss nicht komplett. Man kann auch durchaus mal wechseln. Aber jetzt sieht es gut aus. Das ist der Dreier von Ball gewesen. Und jetzt führen wir mit 8 Punkten und jetzt gehört uns das Ding wahrscheinlich. Geil. Es macht schon Bock zuzuschauen, muss ich sagen. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, was die Einstellungen angeht. Auch taktisch, strategisch, was auch immer man alles machen kann. Hoffe ich schon, dass das alles wirklich Auswirkungen hat. Mittlerweile sehen die Statistiken nicht schlecht aus. Ich glaube auch, Lavin hat hier ordentlich Dreier versucht. Wir werden es nach dem Spiel gleich nochmal kontrollieren. Und dann kann man damit schon zufrieden sein, wie es gelaufen ist. So, jetzt spulen wir mal ein bisschen schneller vor. Hey, das Ding sollten wir eigentlich im Griff haben. Wieder nicht getroffen. Ja, jetzt wird es wieder eng. 4 Punkte, aber ich glaube, das packen wir. Denn wir werden ja scoren. Defensivfoul. Die werden irgendwann auch anfangen zu foulen in der letzten Minute. Der war drin. Sehr, sehr stark. Der Dreier von Lonzo Ball. Und da ist er wieder drin. Nee, war gar nicht drin. Defensiv-Rebound von Cunningham. Der ist drin. 3 Punkte noch. Es wird eng. Es wird furchtbar eng. Wir haben aber natürlich jetzt die Freiwürfe. Und er macht sie beide. Und damit sollte das Ding doch jetzt durch sein. 35 Sekunden noch. Die treffen. 3 Punkte Rückstand. Die müssen uns jetzt foulen. Und ich glaube, es ist wieder Ball, der hin darf. Er darf hin, er macht sie beide. Das geht aber super schnell hier. 5 Punkte Vorsprung, das muss es eigentlich gewesen sein. Die Rebounds holen wir einfach nicht. Und wieder der Rebound nicht. Aber das ist ja wurscht. Mittlerweile ist es wurscht. 4 Sekunden noch, 3 Sekunden, 3 Punkte Vorsprung. Eine Sekunde jetzt nur noch. Und er macht ihn und damit gewinnen wir die Partie. Da können sie machen, was sie wollen. 107 zu 102. Und damit stehen wir nach 2 Spielen bei 1 und 1. Und das ist doch sehr gut. Das ist unser erster Sieg tatsächlich. So, und jetzt bin ich auf die Statistik gespannt. Da müssen jetzt einige Dreier bei Lavin stehen. Yes, da ist es. 9 von 14 hat er reingemacht. Und das ist jetzt dann ein gutes Zeichen. Das zeigt dann doch, dass die Anweisungen wahrscheinlich funktionieren. Unser Problem bleiben die Rebounds, würde ich sagen, obwohl wir gewonnen haben. 5 bei Williams und Terry Taylor hat sich 5 Rebounds geholt. Das ist stark. Offensiv-Rebounds sind wir furchtbar schlecht. Defensiv aber 5 von Williams und Taylor. Also nicht Vucevic vorne und Drummond vorne. Das überrascht mich dann doch. Und bei Detroit sehen wir, sind es halt dann Offensiv-Rebounds. 10 bei Bagley und 10 bei Durant. Da wundert es mich extrem, dass wir die Partie gewonnen haben, muss ich euch ganz ehrlich sagen. 16 und 13 Rebounds haben die beiden gemacht. Unsere Besten stehen bei 7 und 6. Also die Rebounds sind ein riesengroßes Problem. Das gilt es auf jeden Fall auszumerzen, das sage ich euch. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr jetzt schaffen, sondern das werden wir dann wahrscheinlich in der Offseason schaffen, nach unserer ersten Saison, wenn wir dann die Trades machen dann tatsächlich und natürlich Free Agents holen und eventuell dann natürlich auch den Draft erfolgreich bestreiten. Das soll es für die heutige Ausgabe gewesen sein. Glückwunsch nochmal an den Gewinner des Gewinnspiels. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder, wenn es heißt Slevin Streamsport.